Du hast nur noch 7 Minuten. Mal aufzuspielen. Du musst gleich los. Gut. Ab zur Uni jetzt. Sina? Viel Glück. Die sind nur nicht nervös, weil die ja keine Abschlussprüfung haben. Er hat sie jetzt beide bestanden, glaube ich. Nee. Wir sind noch gar nicht so weit bei ihm, okay. Sie hat eine jetzt gemacht und eine macht sie in 3 Stunden. Und er hat ja auch keine. Er hat auch keine. Er hat beide gemacht. Und sie hat auch keine gehabt, ne? Nee. Er muss noch eine machen in 4 Stunden. Okay. Sina hat ein bisschen Angst jetzt wegen der Prüfung. Das ist in Ordnung. Ich lasse sie jetzt mal alles so ein bisschen machen, was sie wollen. Gucken wir mal bei Sina. Die müsste ja gleich wieder nach Hause kommen. Ist gleich fertig. Okay, stopp. So. Ich muss nur aufpassen, dass die alle zur Uni gehen entsprechend. So. Ah, und die kriegen dann beim nächsten Mal sozusagen ihre Noten mitgeteilt, nehme ich mal an. Rechnung, okay. Sina, du musst jetzt nicht zocken gehen, du kannst mal die Rechnung bezahlen. Du bist ziemlich entspannt, ne? Du bist entspannt, du bist entspannt. Ist okay. Nee, das geht jetzt leider nicht. Das Mäuschen hat gleich in 9 Minuten ihre Abschlussprüfung. Und dann haben wir noch 2 Tage, das heißt dann in der nächsten Vorlesung kriegen die ihre Noten mitgeteilt. Was mit dir? Wütend. Dann lass doch Dampf ab. Du kannst hier mal bitte jeden. Die sind alt tot, ne? Oder? Die sind alle tot. Dahingeschieden. Ausgehungert, ja, scheiße. Einmal lernen. Lernen. Und lehren. Sie ist angespannt. Gefühl der Unsicherheit. Okay, kein Problem. Sie ist jetzt ihre Abschlussprüfung aufgebrochen. Was machst denn du? Infoen produzieren. Musst du zu deiner Abschlussprüfung oder hast du 37 Minuten? Ja, du musst da gleich los. Okay. Die ist verwelkt. Muss mal alles verkaufen. Alles verkaufen. Alles verkaufen. So. Du bist schwimmen. Du hast noch 5 Minuten. Ja, genau. Trink erstmal noch was.
Das macht die Prüfung einfach. Michelle hat jetzt Abbeuteprüfungen gemacht, ne? Ja, sehr gut. Die haben dann auch keine neuen Hausaufgaben auf, sehe ich gerade. Der ist jetzt bei seiner Prüfung. Sie hat keine, er hat beide schon bestanden, hoffe ich. Also gemacht zumindest hat er sie beide schon. Sina hat sie auch beide gemacht. Du auch. Und du bist also weit durch. Fehlt jetzt eigentlich nur noch er. Hey. Wanoosh. Juga. New yep for night. Bamade. Afflin wadida. Arish, Tepsa Turib. Oha, oha, wir warten jetzt noch kurz, bis Eduard auch seine Abschlussprüfung geschrieben hat. Und dann müssen wir abwarten, ne? Was die für Noten kriegen. Es sind schon mal 37 Minuten. Eduard, wie lange dauert das noch? Nicht mehr so lange. Er kann anderen Sims jetzt Liebesmails schicken. Ach, da ist er doch. Der war in seiner Badebuchse, war er in der Vorlesung. Das ist der echte Künstler, ja. Ach, toll. Hast du jetzt Hausaufgaben mitgekriegt? Nee. Hast du nicht. Wer ist das? Was macht denn der da? Choosing Belaine. Die beiden. Immer noch eine bessere Liebesgeschichte als Twilight. So. Nee, du gehst jetzt nicht schon wieder an den Rechner. Es geht mit einem Sack mit eurem Rechner. Eure Rechnersucht. Ach, du guckst Fernsehen. Solomon hat es ein bisschen hingelegt. Jetzt würde ich natürlich gern wissen, ob die denn bestanden haben oder nicht. Ich glaube, das dauert noch, ne? Verbleibende Semestertage 2. Bei allen noch 2 Tage. Gut. Nun gut, wie dem auch sei, die haben auf jeden Fall alle erstmal ihre Prüfung gemacht. Wir haben das wohl romantischste Liebespärchen aller Zeiten. Wenn ich mit vielen gerechnet hätte. Na. Huch. Was? Aber nicht damit, dass er sich in unsere Sina verliebt. Tja. Wie dem auch sei, so ist es manchmal, ja, die Liebe geht seltsame Wege, das wissen wir ja alle. Und, du könntest mal noch schnell das Katzenklo säubern. Jetzt
jetzt hatten wir doch noch. Ich will irgendwie gar nicht aufhören. Ich muss mir dann einmal was zu essen machen, langsam. Ich nehme schon wieder viel zu lange am Stück auf. Was macht denn ihr jetzt? Ach so, sie stellt das einfach mal dahin. Das ist in Ordnung. Was? Ich brauche ein paar Simoleons, um richtig loszulegen. Etwa 1000 Simoleons. Kannst du einem Kumpel helfen? Du bekommst das Geld zurück und sogar etwas mehr. Ich schwöre. Mach. Es ist Solomon, den sie angerufen hat. Und Solomon gibt ihr das. Kannst du mal weggehen? Kannst du bitte gehen? Was ist denn mit euch, dass ihr da alle reingerannt kommen müsst, wenn die da gerade in der Dusche am Machen und Tun sind? Aber es hat beiden gefallen. Das ist schön. Entschuldigung. Wir setzen das Ding einmal. Du, mein Freund, könntest doch eigentlich ein Genrebuch schreiben. Und zwar eine Kurzgeschichte. Feurige Fiktion finde ich gar nicht so schlecht. Wir nehmen vorsichtige Leidenschaft. Eine Kurzgeschichte. Meine Freundschaft. Die der Leidenschaft verfiel. No, jawohl. So. Das ist weg. So. Mach das mal. Albevangi, Fimba, Yanifab, Retinu, Dap, Neebs, Wash, Gombra Bumgaro, Benji, Mifwa, Rofa, Balafoy, Arakaba, Yemf, Ich mag die Freundschaft zwischen den beiden irgendwie. Die mag ich sehr gern. Tatsächlich. Elaine.
Also die beiden verstehen sich halt wirklich einfach nur so gut. Das gefällt mir wirklich. Das mag ich sehr gern. So, du bist am Essen. Du schläfst hier noch, warum auch immer du hier schläfst und nicht in deinem Bett, versteht kein Mensch. Du schreibst jetzt an deinem Meisterwerk. Du hast ja was da drin geholt. Das muss immer aufhören, ja? Mit eurem Alkoholkonsum hier. Schlechter Nachgeschmack, okay. Ja, ich weiß. Ich weiß, sie räumt das gleich auf. Was ist denn hier schon wieder kaputt? Okay, würdest du bitte erstmal ganz kurz das Schinken-Käse-Sandwich essen und dann das Waschbecken reparieren? So. Ist gut, dass sie hier schlafen kann, während er da schreibt, ne? Nein. Du gehst bitte einfach schlafen. Ach, geht ja nicht. Toll. War alle hier auf deinem Bett hocken. Geh mal weg. Jetzt kannst du hier schlafen gehen. Und du? Gehst mal bitte auch woanders hin. Mal hier, du kannst noch ein bisschen boxen. Und du nimmst dir noch was zu essen. Solomon, du bist eigentlich satt, ne? Du kannst das da mal reparieren, bitte. So. Dir geht's gut? Ah, du musst auf Klo, ne? Gut. Dann wirst du dir als nächstes Reste nehmen. Musst du erst aufs Klo oder erst... Okay, dann gehst du erst verwenden. Dann Reste nehmen. Solomon, du kannst bitte schlafen gehen. So, du kümmerst dich jetzt darum. Du isst jetzt gerade und wirst... Wo ist sie hin? Ach so, siehst du. Du wirst dann hier oben mal schnell duschen gehen, bitte. Und dann... schlafen. Aber eigentlich könntest du auch noch ein Techtelmechtel mit Sven Mirko machen. Und du gehst dann auch mal schnell noch eine... Du gehst schnell duschen. Oh Gott, hier sieht's voll aus. Und dann auch schlafen. Okay, ja gut, die beiden stürzen ja nicht. Gut. Genau, essen. Und dann bitte... schlafen. Duschen und schlafen. Techtelmechtel. Und schlafen. Und du auch. Techtelmechtel. Und im Anschluss schlafen. Aber das machst du dann hoffentlich von dir aus. Friedrich, ist das bei dir schnell duschen? Ja? Okay. Und wenn du dann fertig bist, kannst du dann noch schlafen. Friedrich? Du bist sauber, jetzt geh schlafen, Mann. Du hast noch abgespült und gehst jetzt abhängen, ne? Ja. Was ist denn hier kaputt? Oh, ich sehe schon. Einfach weil es nervt. Okay. Du sollst schlafen. Wie ist ja einfach so Kehrtwendung zurück, was?
Okay, das ist... Schlaf! Danke. So, das ist dann der letzte Unterrichtstag. Den machen wir jetzt noch mit. Ich habe schon mitgekriegt, ich habe vergessen, die Aufnahme zu beenden, beziehungsweise habe ich es einfach weitergespielt. Das ist nicht so tragisch, denn wir werden das jetzt einfach so machen, dass ich die Folgen, die zwei Folgen einfach cutte. Entsprechend. Und dann geh erstmal aufs Klo und dann nimmst du die Reste. Ja, ja, ja. Geh halt. Du hast noch 6 Stunden. Dir geht's dann. Ach, dir geht's auch super. Oha, Junge. Oha. Das heißt, sobald sie jetzt fertig ist. Genau, spülen. Weg. Weg da. Gehst du auf Klo? Und. Nimm dir auch mal Reste. Haben wir noch genug Reste? Bei dir ist nicht so schlimm. Du kannst oben auf Klo gehen. Dir geht's gut. Du hast dann auch Hunger und so ein bisschen Zeugs. So generell. Frühstück servieren. Rührei mit Speck. Du hast auch Hunger. Was denn? Spülen? Verwenden. Okay. Aber du kannst dann schon was zu essen machen, oder nicht? Jetzt hängt's. Und es ist abgestürzt. Nein. Gut. Dann, ja. Mache ich einen Cut. Und dann schauen wir mal, wo wir gespeichert haben zuletzt. Denn das könnte sein, dass das schon ein bisschen her ist, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.